So, Hallöchen, herzlich willkommen. Da sind wir wieder zu FIFA 17. Ich bin der Franconia. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir machen heute weiter mit Emre Mor. Lassen wir mal wieder ran. Jo. Dann haben wir Richter, haben wir hier. Dann haben wir nochmal. Ja, Kehre wäre vielleicht mal nicht schlecht. Und last but not least, Marian Saar lassen wir nochmal trainieren. So, dann machen wir das nehmen. Heute geht es nämlich gegen den FC Schalke 04. Ui, dreimal B sogar. Ja, da freut sich der Kehre. So, machen wir zurück. Oh. Englische Woche, Stufe 90. Ich glaube, so gut waren wir noch nie, ne? Ich muss sagen, momentan läuft es ja wirklich hervorragend bei uns. Dankeschön, Felix Baslak, da freut er sich. Gern geschehen. So, momentan läuft es ja mehr als erfreulich für den 1. FC Nürnberg. Sind ja aktuell Enrique, wieso ist Enrique so kaputt? Ja, komm, lass mal aber trotzdem mal spielen. Drei Spiele, drei Siege. Zwei Gegentore und keine Ahnung, glaub 10 Tore insgesamt geschossen. Allmächtner. Knapp drüber ist auch vorbei, ne? Knapp drüber ist auch vorbei. Weiter so hat er gemeint. Jo, da wackelt's, rappelt's im Karton. Allmächtner, Allmächtner. Und der Kuller da rein. Sehr schön. Na, wenigstens hier noch getroffen. Und da noch ein Gimbal. Nice. Sehr schön. So, Bonuspunkte. Ja, leider nicht mehr die Welt. Aber okay, wir drücken weiter. Heute Heimspielzeit und ich hoffe, also wir werden es natürlich nicht bis zum Schluss durchhalten können, denke ich mal. Aber läuft ganz gut, wir haben 9 Punkte, die kann uns schon keiner mehr nehmen. Wir wollen ja auch in die Europa League, von daher. Bastische Show und hätten wir gesagt, legen wir auch gleich los, Spiel im Fokus. 5 Tore in den letzten 3 Spielen, Kasper Dolberg. Der trifft und trifft und trifft und trifft für den 1. FC Nürnberg. Heute auch? Fragezeichen. Das werden wir jetzt alles gleich erfahren beim Spiel gegen den FC Schalke 04. Und der eine ist schon richtig gelangweilt. Sehr schön. Ah, Thilo Kehrer, den hätten wir vielleicht bringen können, ne? Verdammt. Ja, aber was? Drücken wir weiter. Auf geht's. Klub von links nach rechts. In den roten Trikots. Schalke natürlich wieder in Königsblau. Die da gleich mal mit dem ersten Fehlpass in diesem Spiel. Sehr schön. Ui, fast. Fast wären wir durch gewesen, hat er gemeint. So, Obacht. Schalke kommt jetzt wieder. Schalke kommt jetzt wieder, sehr schön aufpasst. Nein! Vorsicht! Obacht, Obacht! Tor! Schalke führt 1-0 beim Club! Und da haben sie nicht energisch angegriffen. Ja, da brauchst du nicht zu tanzen, die Sandro. So, weltbewegendes Tor war es auch nicht, ey, Kopfball. 1-0 für Schalke! Ach, das fängt schon wieder gut an. Ich hätte keine Pause machen sollen. Nee. Sally. Kammerbauer. Ja! Cedric Doiget, erste Riesenmöglichkeit für den Club. Hier, da wird er doch technisch nochmal abgefälscht, sonst wäre er vielleicht drin gewesen. Etzeler, Eckball für den 1. FC Nürnberg. Kammerbauer wird ihn reintreten. Tritt ihn gut rein, aber der Torhüter ist da. Und dann haut ihn drüber. Somit weiterhin 0 zu 1.
für den ersten FC Nürnberg. Oder gegen den ersten FC Nürnberg, sagen wir es mal so. So, Freunde der Sonne. Aber wird Zeit. Ich würde es mir wünschen, dass der Deutsche Rat trifft. Zuletzt am ersten Spieltag ja getroffen. Gut aufgepasst, gut abgeschirmt. Kammerbauer war das. So, Obacht. Sehr schön. Etzeler, vielleicht könnte es ein wenig schneller gehen. Könnte es ein wenig schneller gehen? Jo, läuft schneller. Ah, kommt er leider nicht mehr hin. Schade, Pulisic. Mit der Möglichkeit. Wie gesagt, kommt er aber leider nicht mehr hin. Sehr schön. Och, was war das? Sally. So, Augsburg führt gegen den VfL Wolfsburg. Obacht, Schalke kommt wieder. Vorsicht nochmal! So, Etzeler vielleicht noch. Ah, wieder nichts, wieder nichts, wieder nichts. Schalke probiert es nochmal. Schalke kommt nochmal. Schalke Schuss. Pfosten. Sally, Edgar Sally. Ah, wieder nichts, wieder nichts. Obacht. Schalke wieder. Aber Hanno Behrens. Ui. Geht mal einer hin hier oder? Wie schaut's denn aus? Saar. Pulisic. Unten. Ah, aber nichts gesehen. Da hätte er vielleicht doch passen müssen. Gut aufgepasst. Gut geklärt. Sehr schön. So, Freunde. Am ersten vorbei, am zweiten nicht vorbei, schade. Jetzt an der Schalke nochmal, ja, wir spielen. Sehr gut, sehr schön, spielen wir. Eieiei. Sally. Oben ist ganz viel Platz, der sieht ihn, aber Schalke passt auch wieder sehr, sehr gut auf. Bis jetzt finden wir noch nicht die Mittel. Vorsicht, eieiei. Dann stürmt er einfach durch, dann stürmt er einfach durch. Keiner greift ihn genau an. Eckball für Schalke. Aogo wird reinbringen, gut abgeblockt. Sehr schön. Ah, kommt er nicht mehr hin, der Kasper Dolberg. Weiterhin 0:1 aus Sicht des 1. FC Nürnberg. Ah, wieder nix, wieder nix. Obacht! Kriegt die nicht in den Griff, ne? Die stimmen einfach nach vorne. Van Damme, so, Etzler, komm jetzt. Kammerbauer. Nein, dann vertändelt er den Ball. Dann vertändelt er den Ball wieder. Dann vertändelt er wieder den Ball. So, Obacht, Schalke, Aogo. Hanno Behrens wird abgefangen und es gibt nur Einwurf für den ersten FC Nürnberg. Und nochmal Einwurf für den Club. Sally. Ja! Tor! Nein! Sehr schön. Sally, was macht ihr damit? Ja! Eieiei! Eieiei! Ja, Pässe! Ach Gott, Deucher, ey, das wäre es auch wieder gewesen. Das wäre es auch wieder gewesen, vielleicht.
Nürnberg, muss ich aber sagen, mit den besseren Chancen hier. Die machen es halt nicht. Schalke macht zwar auch Druck, kommt immer wieder gefährlich vor. Abwehr steht dann doch relativ gut dann auch. So, Obacht, Schalke nochmal. Obacht, Pfosten wieder. Sehr schön, Kasper Dolberg. Kann er sich durchsetzen? Nein, kann er nicht. Sehr schön aufpasst, sehr schön aufpasst. Halbzeit in Nürnberg, 0:1. Schalke führt beim Club. Weiteren Partien Bayern, Dortmund 0:1. HSV Ingolstadt 0:0. Hannover 1:2 gegen Köln. Und Augsburg habe ich jetzt gerade nicht gelesen, weil es mich pressiert. Eieiei, Fehlpass. Das darf halt nicht passieren, ne? Das darf halt dann nicht passieren. So, Obacht jetzt. Der Club nochmal. Sehr schön. Jo. Die kommen nochmal. Nein, faul. Schiri. Obacht, jetzt kommt, Jungs, auf! So, Obacht, Vorsicht, Schalke kommt noch einmal. Eieiei! So, auf jetzt, Männer. Pulisic, ja, ist aber doch wieder müde hier. Oder macht zumindest einen müden Eindruck. Etzeler. Aogo nochmal. Quatsch. Meier. Der sieht Di Santo. Di Santo. Schuss. Van Dame. Und als nächstes dann auswärts beim FC Köln. Etzeler. Kommt aber nochmal Schalke. 1. FC Nürnberg gegen Schalke 04. Immer noch 0:1. Aus Sicht des 1. FC Nürnberg. Da wird er gut geklärt. Und Embolo kommt. Real Embolo. Eric Maxim Choupo-Moting geht hinaus. Sehr gut aufpasst. Ui. Ui, was war das? Was war das, Van Dame? Nein. Obacht. Vorsicht, abgefälscht. Dann wird es vermutlich Ecke geben. Oder tatsächlich nur Abstoß für den 1. FC Nürnberg. Über Marian Saar. Etzler. Junge! Ah, komm denn nimmer ran! Komm denn nimmer ran! So, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen offensiver hier ran. Vorsicht, sehr schön. Ah, und dann wieder dieser Fehlpass, Goretzka! Obacht! Goretzka, oh, Schalke spielt als nächstes dann gegen die Bayern. Ey, wenn er das jetzt pfiffen hätte, ne? Wenn er das jetzt gepfiffen hätte, Freunde der Sonne. Obacht, Schalke, komm noch einmal. Uiuiui, jetzt stürmt sie aber wieder nach vorne hier. Gut abgeblockt. Dann gibt es auch schon den zweiten Wechsel. Franco Di Santo geht an und Harold Preciado kommt herein für den FC Schalke 04. Obacht, Kopfball, wieder nichts. Schalke hat aber nochmal die Kugel. Wird aber gut abgeblockt von Edgar Sali. Na, da hätte er mehr draus machen können, vielleicht draus machen müssen. Man weiß es nicht. Vorsicht, Vorsicht. Sehr schön, Obacht. Etzler ist er durch. Etzler ist er durch. Wer war das? Ach, der Enrique-Ding, Fuzzi. Nein. Ah, so. Wir werden auch mal auswechseln.
Enrique geht raus dafür. Mike Ott. Lorenzen für den Glücklosen. Kasper Dolberg. Und ich hoffe natürlich, dass der 1. FC Nürnberg jetzt hier doch noch die Kurve bekommt. In den letzten 15 Minuten, guten 15 Minuten, die der Club noch Zeit hat, auf den Versuch nochmal hier einen Punkt zu holen hier im Heimspiel gegen Schalke 04. Der Club kommt jetzt nochmal. Sehr schön mitgenommen von Pulisic. Christian Pulisic. Ui, Sali. Wird geklärt zum Eckball. Es gibt Eckball für den 1. FC Nürnberg. Nochmal. Und dann gibt es auch die Auswechslung beim Club. So, Kammerbauer tritt die Kugel rein, Kopfball. Nein. Ja. Ja. Schade, Lorenzen-Wurz. Das hätte es vielleicht. Ja, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück. Jetzt nochmal totaler Angriff beim ersten Fußballclub Nürnberg. Sehr gut klärt. Aber dann wieder Fehlpass. Wieder sehr gut geklärt. Sollte es den Anschein haben. Hat es aber nicht. Obacht nochmal. Uchida. Gut, jetzt hat er. Ah, wieder nichts. Wieder nichts. Nochmal gut geklärt. Es gibt nochmal Einwurf. Aber das ist Zeit, die dem 1. FC Nürnberg hier verstreicht. Immer noch 0 zu 1 aus Sicht des Club. Obacht, Schalke kommt nochmal. Van Dame hat einen. Sehr schön. Jetzt hat er noch einmal. Kommt der Club Kammerbauer. Unten. Wieder nichts. Ah, ist das bitter. Ist das bitter. 88. Minute. Ist das bitter. Wird es die erste Saisonniederlage für den 1. FC Nürnberg? Die kontern jetzt. Goretzka. Leon Goretzka. Ist aber zum Glück ziemlich müde schon. Jetzt hat er nochmal vielleicht die Chance des 1. FC Nürnberg. Obacht. Ah, wird nochmal abgeblockt. Wird nochmal abgeblockt. Es gibt nochmal Einwurf für den 1. FC Nürnberg. Die kommen nochmal. Die versuchen es nochmal. Wird aber schnell abgeblockt. Und das wird es gewesen sein. 3 Minuten Nachspielzeit. Die erste Minute wird gleich rum sein. Etzeler, vielleicht nochmal eins von den letzten Möglichkeiten. Für den 1. FC Nürnberg. Schuss. Abgeblockt. Verdammt. 3. Minute. Läuft schon. Nachspielzeit ist gleich rum. Dann pfeift er früher ab als gedacht. Nürnberg verliert. Leider Gottes. 1 zu 0 gegen den FC Schalke geführt. Ich habe keine Lösung gefunden. Ich habe keine Mittel gefunden. Und gegen diese Schalke hier doch hochprozentige Chancen nochmal rauszuspielen. So bleibt es beim 0 zu 1 bei einer schwachen Partie. Wir hatten ein, zwei Mal die Möglichkeit, das Ding reinzumachen. Aber es hat dann doch nicht am Ende sein sollen. Schade, schade. Unsere erste Saisonniederlage. Hoffentlich wirft uns das jetzt nicht ein bisschen zurück. Also wir können dann morgen weiter wieder frohen Mutes angreifen. Und dann geht es nämlich auswärts beim 1. FC Köln. Ich hoffe, ihr seid dann da wieder mit dabei. Und sagt danke fürs Einschalten und bis morgen. Servus, euer Franconia.